Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Ja? Ja, okay, meine Mama hat mich gerade zum Essen gerufen, beziehungsweise sie hat mich gefragt, was ich essen möchte. Oh, danke, Mama. Wow, wenn du fünfmal deiner Familie sagst, dass du aufnimmst. Es ist so schön. Aber wir haben gleich die Treppe gefunden, das ist natürlich auch angenehm. Was soll's? Es gibt gleich Hawaii-Toast. Hey. Oh, da ist auch die Treppe. Oh, schade, kein Belebersamen. Aber das wäre jetzt echt Luxus gewesen, wenn da jetzt ein Belebersamen gewesen wäre. Boah, Bruder, ich habe da jetzt echt keine Lust drauf. Geh einfach weg. Team-Attacken killen ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr, wenn man zu zweit unterwegs ist. Gerne, ich gehe einfach vorbei, wenn das okay ist, ja? Ich gehe einfach vorbei. Ich gehe nicht einfach vorbei. Oh. Unnötig verschwendete Sinelbeere. Aber naja. Kann man ja nicht an. Ist da unten? Komm, machen wir nochmal. E6 schon, okay. Wir kommen ein bisschen voran. Ein bisschen anders als im letzten Part. Das war echt Horror, ey. Ohne Witz. Das war wirklich richtig schwer. Wir sind einfach zweimal abgekratzt. Das kann doch nicht sein. Oh, geh weg. Geh einfach weg. Geh einfach weg von mir. Danke. Gar keine Lust drauf. Schon wieder direkt die Treppe. Oh, Leute. Meine Befürchtung, dass wir den Dungeon nicht schaffen, lässt gerade wieder ein bisschen nach. Wir haben ja noch einen Belebersamen. Jetzt, weil wir letztes Mal bei Kecleon shoppen waren. Oh, Gott sei Dank, ey. Ah, hier heilt man nicht. Das macht mir ein bisschen Angst. Keanu, kannst du irgendwas machen? Voll geil. Das wäre richtig gut. Oh, Mann. Okay, Leute, ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen was zu erzählen, obwohl ich gerade super angespannt bin, wie im letzten Part, weil ich immer noch Angst habe, dass wir diesen Dungeon einfach nicht auf die Reihe kriegen, weil er mir instant 57 KP abzieht. Wir haben keinen Belebersamen mehr. Ja, wir schaffen diesen Dungeon vielleicht doch nicht. Oh Mann, ich will nicht mehr hier drin sein. Somniam, wo bist du? Ich hasse diesen Dungeon. Nein, ich hasse diesen Dungeon. Ich hasse diesen Dungeon so unglaublich doll. Ja, scheiß Ernst, Alter. Wir haben keine Sinelbeeren mehr. Ich wollte es nur mal kurz sagen. Wir überleben den Scheiß nicht. Wir überleben das einfach nicht. Doch, ich glaube an Team Harmony, Leute. Ich glaube daran. Sehr doll. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt! Ich will nicht mit dir kämpfen, merkst du es nicht? Richtig lucky, dass er jetzt down war, sonst wäre das echt knapp geworden. Mal wieder. Das macht echt keinen Spaß. So hart an der Grenze immer zu sein. Kecleon! Bitte, 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 bitte. Nein, nein. Nein, es ist ein Blendsam. Was ist das denn? Ich dachte, wir haben schon wieder lang des Todes. Nein, nein. Oh Mann, das ist nicht meine Sinelbeere hier. Naja, letztes Mal war es ja auch so, dass nach dem Kecleon-Laden die Treppe kam. Oh Gott. Leute, ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt, aber ich bin etwas angespannt.
Ich sag's nicht mehr, okay, ich sag's nicht mehr. Ich reiß mich jetzt zusammen. Wir können alles schaffen, wenn wir das nur wollen. Wir sind Team Harmony. Und wir sind gerade richtig low. Und ich habe keine Sinebeere. Egal. Oh nein. Du heilst den, du Dulli. Helfen wir unseren Gegnern auch noch, oder was? Was ist das denn jetzt für eine neue Methodik hier? Und warum hakt mein Spiel immer? Was soll das? Oder die Aufnahme ist ja nicht das Spiel. Bitte. Ich will einfach nicht sterben. Hey, du geist jetzt an und heilst es mit irgendwas. Willst du mich verarschen? Ich habe keinen Bock, deine Attacken auszuschalten. Kannst du nicht einfach dich zusammenreißen und sie nicht benutzen oder so? Kann hier nicht bitte irgendwo die Treppe sein? Es war natürlich kein Belebersamen, aber da ist eine Siedelbeere. Da ist eine Siedelbeere. Warte, ich brauche ja eigentlich nur zwei Angriffe, dann bist du down, ne? Habe ich mir jetzt so gemerkt. Dann mache ich das doch glatt mal. Level aufgestiegen, das ist sehr gut, sehr, sehr gut. Oh, neue Attacke, das ist auch sehr gut. Slam. Hört sich sehr schön an, muss ich zugeben. Aber dafür Rückzug gibt. Donnerwelle ist auch gut. Oh nee, ich weiß nicht, was ich jetzt nehme. Ich habe das nie benutzt, dass es in zweiter Reihe angreift, ne? Das ist eigentlich richtig dumm von mir. Ich habe mich immer nur hin und her bewegt. Weil ich könnte das jetzt mal nutzen, weil das ganz praktisch wäre. Aber das paralysiert ja auch teils, ne? Gott, ich mache jetzt Donnerwelle weg. Es war wahrscheinlich eine... Oder mache ich es nicht? Nein, ich mach Donnerwelle jetzt weg. Es bringt nicht viel. Es ist nicht physisch. Wir wollen alles nicht physisch weg. Wir wollen angreifen und vernichten. So, ich werde jetzt einfach mal ein Thema aufgreifen. Ich glaube, es kommt von Fresh Crane, sonst wird das ja jeder unten korrigiert, weil ich das da einblende. Ich wollte jetzt nur nicht den Flow hier unterbrechen und auf mein Handy gucken. Und zwar, was ist mein Lieblingskanal und was ist mein Lieblingsvideo überhaupt auf YouTube? Und das ist eine super schwierige Frage. Keine Ahnung, was ist mein Lieblingskanal? Ich kann nur sagen, welche YouTuber ich zurzeit ganz gerne gucke. Das ändert sich ja auch immer, weil YouTuber ändern sich ja auch immer. Vor allem der Content. Boah, richtig schwer. Also Julian Bam gucke ich halt super gerne. Weil der einfach immer gute Videos bringt. Und ja, da weiß man halt irgendwie, was man bekommt. Auch wenn er immer neue Sachen ausprobiert. Ja. Also Julian Bam würde ich schon als mein Lieblingskanal nehmen, weil den gucke ich ja wirklich immer. Es gibt Kanäle, keine Ahnung, GLP gucke ich viel, aber ob es da meine Lieblingskanäle sind, Gronkh gucke ich viel. Auch definitiv einer meiner Lieblingskanäle. Ja, ist halt super schwer zu sagen. So pauschal kann ich keinen Lieblingskanal jetzt für mich so festlegen. Mein Lieblingsvideo? Boah, gar keine Ahnung. Gott sei Dank ist das... Es hat geklingelt an der Tür. Ich habe keinen Plan, ob ihr das gehört habt. Ich finde es sehr schön, dass hier richtig viel Lärm ist bei mir zu Hause. Und jetzt bellt meine Hund. Ah, ja, es sind so schöne Aufnahmen. Gut, dass Ruckzuckelied überhaupt nicht trifft. Tschüss! Hallo! Ich habe eine Sinebeere und du nicht. Und die werde ich auch einsetzen. Obwohl ich dann wieder keine mehr habe. Aber bevor du mich killst, mache ich das trotzdem. Warum rede ich so komisch? Ohne Spaß. Ich laufe immer durch den ganzen Dungeon da oben. Und am Ende finde ich dann die Treppe. Oder ich finde sie sofort. Aber was dazwischen gibt's nicht. Ja, seht ihr jetzt zum Beispiel. Geh weg. Ich will nicht... Wir tauschen Plätze, mein Freund. Aber hallo, tauschen wir Plätze. Okay. Ich weine gleich. Ich bin einfach nicht mehr... Warte... Wir haben doch ganz viele von den
Star Orb Stingsies. So, tschüss. Ich will erst noch ein bisschen aufheilen. Konzentration. Erstarrung hört nicht auf, ne? Das ist ja geil. Dann können wir das ja richtig jetzt zu unserem Vorteil ausnutzen. Tschüss! Nein, das wollte ich nicht. Tschüss! Ich habe Schadragen überhaupt nicht gesehen. Oh, wir sind weiter. Wir sind weiter, Leute. Und da ist wieder ein Schadrago. Es wird sich rächen. Geh weg! Oh, Leute, ich kann einfach nicht vernünftig über ein Thema reden hier. Das ist mir einfach nicht möglich. In so einem fucking Dungeon. Es war mir einfach nur verrückt. Es ist einfach so nervenaufreibend, wenn man nicht weiß, ob man das hier überlebt. Und wir sind jetzt schon so weit gekommen. Ich will einfach nicht verlieren. Warum bist du keine Sinelbeere? Warum nicht? Kannst du mir mein Leben nicht einfach mal ein bisschen leichter machen? Was ist denn daran so schwer? Ich verstehe es nicht. Sei doch einfach eine Sinelbeere. Für dich habe ich ja schon gar keinen Bock mehr, ne? Du bist mir viel zu stark, obwohl du so klein und mickrig bist. Es ist ein Schwarzer. Und ich dachte, es könnte ein Belebersam sein. Ja, mein Lieblingsvideo ist, glaube ich, so eine unmögliche zu beantwortende Frage. Ich habe mir sogar eine Playlist erstellt mit meinen Favorite Videos und da sind so viele drin. Richtig schwer. Keine Ahnung. Ich will euch zumindest irgendwie ein Video nennen, was ich super gerne gucke oder oft geguckt habe oder öfter gucke, aber fällt überhaupt nichts ein. Gar nichts. Obwohl, hey, wenn man so an so leicht legendäre Videos schon denkt, dann würde ich schon zu Waititi tendieren. Auf jeden Fall zu einem Video von denen. Vielleicht zu deren Abschlussvideo, also zu dem allerletzten Video von Waititi. Das war auf jeden Fall schon mal ein sehr cooles Video. Und ich bin so glücklich, dass ich gerade umgedreht bin und nochmal da geguckt habe, ob da die Treppe ist. Es geht noch weiter. Ich hab's geahnt, vermutet, aber nicht gehofft. Letzter Star-Orb oder riskieren? Wir sind gerade voll. Lass mal riskieren, die zu killen. Na super, jetzt sind wir beide durcheinander. Hört bitte auf. Nein. Oh mein Gott. Nein. Okay. Der Star-Orb rettet irgendwie so unser Leben hier, habe ich das Gefühl. Hat es nicht gewirkt auf... Es hat nicht gewirkt auf Garnuviel? Warum hat es nicht gewirkt auf Garnuviel? Was soll das? Oh nee, das ist nicht dein Ernst, dass wir jetzt aus dem Dungeon raus sind, ne? Nein, ich muss alles normal machen. Was soll das denn? Oh Mann, wir waren bestimmt fast durch. Wir sind fucking Ebene 11. Und ich habe meine Kopfhörer rausgezogen. Fuck! Oh, das regt mich jetzt echt richtig doll auf. Richtig doll. Reg ich das gerade auf? Ja. Yep. Ich habe gar keinen Bock mehr gerade. Ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr gerade. Oh mein Gott, ich hasse diesen Dungeon so unglaublich doll. Nein, ich kann mich nicht
Also, ich muss mich jetzt einfach nur darüber aufregen. Ich kann jetzt einfach nicht mehr aufnehmen gerade. Es ist einfach der größte Abfuck überhaupt. Nee, einfach nein. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin gerade nicht mehr so motiviert. Oh Mann, lasst auf jeden Fall ein Like da und lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und lasst euch gerne in den Kommentaren darüber aus, wie kacke diese Situation gerade ist. Ich bin so genervt gerade. Okay, bevor ich mich jetzt noch lange darüber aufrege, machen wir einfach Schluss und ich sage, schreibt mal euren Lieblingskanal in die Kommentare und euer Lieblingsvideo. Ich kann es halt wirklich nicht sagen. Irgendwelche, keine Ahnung, altbackenen Videos, die halt wirklich richtig tief gegangen sind bei mir, wie die prägenden Videos von YTT oder, ich weiß nicht, ein lustiger Minecraft-Part von Gronkh. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und ansonsten, ja, niemand ist perfekt. Macht's nicht gut, macht's besser und ciao.